Kathi, bist du ganz aufgeregt? War da ein Elternkumpel auf dem Fensterbrett? Oh, schade, ich war nicht schnell genug, ist er schon wieder weg. Meinst du, der kommt nochmal? Ich habe mich schon gewundert, was du für komische Tönchen gemacht hast. Meinst du, der ist jetzt vielleicht auf dem Balkon? Aber das nützt uns auch nichts, weil ich kann dich da ja nicht rauslassen. Pix, du hast es gar nicht mitbekommen, ne? Na, schauen wir mal, vielleicht kommt da ja nochmal Kathi. Oh, Kathi, ganz so doll aufgeregt. Kanntest du den vielleicht? Glaube ich eher nicht. Na, mal gucken. So, Kathi Maus, Mäuschen hat dir da mal ein bisschen was Höheres gebaut. Falls der Besucher nochmal kommt, dann kannst du ein bisschen besser gucken vielleicht. Und der kann dich vielleicht auch besser sehen. So. Ja, prima, traust du dich gleich rauf. Machst du klasse. Oh, ich habe schon was gehört da draußen. Oh, Knüdi. Knüdi, du machst ganz schönen Krach hier wieder so, weißt du? Kathi, dein Besuch ist da. Geh schnell gucken. Ja, guck einer, schau. Der tanzt da für dich. Geh noch mal gucken, Kathi. Ist noch da dein Besuch? Pixi, willst du mich auch mal gucken gehen? Ja, geh auch mal gucken, Pixi. Jetzt sitzt er da auf dem Fensterbrett und wartet auf euch. Ja, Kathi, du bist ja eine Pflaume. Entschuldigung, dass ich das so sage. Jetzt, wo er da ist, rennst du weg. Ja, geh hin, genau. Zeig dich mal ein bisschen. So, müsste reichen. Guck mal, da ist er wieder. Ich sehe ihn schon, Kathi. Geh schnell gucken. So. Ja, ganz schön aufregend, ne? Jetzt rennt er mit dir da mit. Ach, ihr seid ja lustig. Die Kathi hat Besuch und ist ganz zappelig. Ist er schon wieder weg? Nee, ist noch da. Irgendwie ist der Spatzenkäfig für mich im Weg. Kannst du ihm nicht mal sagen, er soll wieder hier nach vorne kommen? Na, Pixi, kriegst du es jetzt auch langsam mit? Jawohl. Das kann ja noch lustig werden.